5, 4, 3, 2, 1. Sören, los! Komm! Super, erster, komm! Wenn ich rolle mit meinem Besten, 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 im 600er Mercedes SL. Noch ein Fleck. So, Leute. ich muss gerade lernen. Guck mal, was mit dem Sohn hier. Ich bin übelster Loser geworden hier vor der Kamera, glaube ich. Lang nicht mehr gemacht. Scheiße, ey. Also. Back in the game. Ich wollte schon. Ey, ich bin richtig aufgeregt, merke ich gerade. Der Puls geht leicht hoch. Ich wollte schon lange mal wieder ein Video-Update machen. Und ich muss erstmal runterkommen. Vielleicht sollte ich mir erstmal einen Kaffee holen. Ich hole mir erstmal einen Kaffee. Oh, ups. So, back. I'm back. Jetzt habe ich mir hier einen Pott geholt. Der guten AKM3 Tasse. Müsste eigentlich ein anderes blaues Symbol stehen. Hashtag Swamazing. Swamazing University. Ja, viele hatten, oder gut, viele ist immer so ein bisschen übertrieben, aber einige von euch hatten immer mal wieder gefragt, ob da mal Videos kommen. Ganz lustig, hat er auch manchmal so unter anderen Videos kommentiert. Felix, TCC und so. Und selbst da haben wir auch einige mal gefragt, kommen da noch Videos von dir, Sören? Meinte ich, jo. Können wir woanders klären, können wir jetzt hier klären. Und zwar werde ich wieder so eine kleine neue Staffel machen. Allerdings nicht damals wie im Studentenstyle, wo ich da irgendwie gefühlt 24/7 mit der Vlogkamera auch irgendwie rumgerannt bin und alles abgefilmt habe, das ganze Training und so. Dafür ist die Zeit dann auch nicht mehr da jetzt. Ich habe eigentlich richtig Bock, wie gesagt, zum Amazing. Bin da jetzt involviert und trainiere jetzt nicht schon, oder nicht nur seit, sag ich mal, seit wann? Ja, 1,5 Jahre, immer wieder on off so, dort nach den Trainingsplänen von Jan Wolfgarten, sondern bin da eben auch jetzt quasi Teil des Unternehmens, arbeite für Swamazing mit Jan zusammen und habe da einfach Lust, weil ich ja auch gesehen habe, jetzt die Saison, einige, wie gesagt, man hat es ja auch in der Instagram-Story gesehen, zum ersten Mal First Out of Water in einem knappen Man-Sprintdistanz. Völlig unvorstellbar vor ein paar Jahren noch, 2015, wo ich angefangen habe, irgendwie gefühlt als Treibholz. Da war meine erste Mitteldistanz als gefühlt letzter aus dem Wasser gekommen. Und jetzt bin ich halt meistens immer vorne dabei, dann in den ersten 5. Und dann beim knappen Man war es halt zum ersten Mal dann so weit, dass ich First Out of Water war. Völlig surreal. Ist natürlich immer, muss man auch in Relation sehen. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt da auch die starken Leute dabei waren oder nicht. Das kennt man ja, kennt jetzt die Leute da jetzt auch nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz war es so. Und das ist ja auch schon mal eine Tendenz, die sich angedeutet hat, dass man. Dass ich die Trainingsleistung dann auch immer zunehmend mehr im Wettkampf umsetzen konnte. Auch einfach deswegen, weil ich mich dann natürlich auch bewusst immer mal wieder so Wettkämpfen wie zum Beispiel auf dem Inselschwimmen da in Potsdam ausgesetzt habe, um da einfach mit Leuten zu schwimmen, die das quasi fast ausschließlich machen, um da quasi auf die Fresse zu bekommen. Und läuft das eigentlich? Was läuft? Da quasi einfach dann dazu zu lernen, sich immer wieder aus dieser Komfortzone zu begeben und da immer wieder in die Waschmaschine reinzugehen.
also auch dieses Gefühl einfach, dass man beim Wettkampf, beim Triathlon, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, dass man halt ja, angespannt ist und so ein bisschen mulmig, was ja auch dazugehört vom Triathlon, aber dass ich jetzt, wenn jetzt ein Triathlon ist, dann sehr, sehr selbstbewusst an die Startlinie gehen kann, dass ich weiß, okay, du hast das trainiert, du kannst es eigentlich auch umsetzen, wenn du jetzt nicht voll eine mitbekommst und da quasi K.O. gehst, dann wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr solides Schwimmen immer und dann danach geht es dann weiter. Und das hat natürlich mit den Trainingsplänen zu tun und meine Idee ist jetzt halt, oder worauf ich Lust habe, dass ich das Schwimmen, also den Progress weiter, einfach für mich selber ein bisschen dokumentieren möchte, wie das vorangeht, wie das weitergeht. Das ist natürlich auch mit Zielen verbunden, so Stichwort smarte Ziele. Und bei uns war das für Amazing University, ist es halt so, dass wir so ein Cap-Ranking haben. Und da bin ich aktuell jetzt bei dem, also ich bin eigentlich gestartet mit dem blauen Ranking. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Es soll jetzt auch gar nicht Werbung sein, sondern ich finde es einfach echt motivierend. Das Cap-Ranking ist halt so aufgebaut, das hat Jan von dem Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, quasi so ein bisschen übernommen, ist das inspiriert, dass wir quasi so verschiedene Caps haben, von weiß, blau, lila, braun, gold, schwarz und dann rot. Und das ist an 400-Meter-Testzeiten gekoppelt. Und ich habe dann irgendwie angefangen bei blau, Kappe blau war, ich glaube, um die 6 Minuten 30 oder so bin ich geschwommen zum Anfang. Und bin dann bei blau gestartet, habe mich dann mit 3 bis 4 Mal pro Woche Training hochgearbeitet jetzt zum Lila Cap. Bin jetzt ungefähr bei 5 Minuten 40, vielleicht auch ein bisschen schlechter jetzt gerade wieder in der Offseason. Weiß ich jetzt gar nicht, weil ich glaube diese Woche ist auch 400 Meter Tests wieder in den Plänen drin. Aber eigentlich soll ich ja noch eine Woche Pause machen. Also vielleicht lasse ich den auch erstmal noch sein, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich das Ziel halt, man soll sich ja mal hohe Ziele stecken, bis Weihnachten da das nächste Level zu erreichen, die braun-goldene Kappe. Das wäre allerdings dann schon den 400-Meter-Test 5 Minuten. Also den 400-Meter-Test in 5 Minuten zu schaffen. Ich sehe aktuell noch nicht, wie ich diese 40 Sekunden da Differenz schaffen soll, aufholen soll. Aber gut, erstmal das Ziel kann man sich ja erstmal setzen. Und da habe ich mich aber Bock, da mich weiter zu verbessern und einfach dann, einfach an der Schwimmperformance zu arbeiten, um dann 2020 ja noch ambitionierter, noch selbstbewusster an die Startlinie gehen zu können und da ja dann eigentlich sagen zu können, hier, wenn ich hier starte, dann bin ich auf jeden Fall unter den ersten, keine Ahnung, 3 bis 5 Leuten. Wie das natürlich dann bei den größeren Triathlons ist, ist immer noch mal eine andere Sache, aber man kennt ja so ungefähr die Leistungsdichte bei den lokalen Sachen, dass man dann weiß, man ist richtig gut aufgestellt. Und ihr seht es, oder ihr kennt es ja auch selber, dieses Feeling, wenn man einen Progress macht und das von Woche zu Woche sieht, das ist richtig geil. Gerade beim Schwimmen finde ich es auch mit am geilsten, wenn du da eine richtig geile Schwimmerleit hattest und dann dich richtig fertig fühlst, aber du weißt eigentlich, du hast wieder gerade so, wenn man sich das so als Prozentleiste vorstellt, wieder irgendwie ein Prozent dazu an Leistung wahrscheinlich jetzt gewonnen. Natürlich nicht direkt nach dem Training, aber ihr wisst, was ich meine. Also man hat wieder was getan, um noch besser zu werden. Und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal so ein bisschen vielleicht streichen wir. Das werde ich dann auch dokumentieren. Ich sehe schon wieder, ich bin ja bei fast 8 Minuten. Labersuchen ist wirklich zurück, würde ich sagen. Von daher, Schwimmtagebuch kann man es vielleicht nennen. Saison 2019-2020. Ich weiß gar nicht, welche Staffel das jetzt wäre. Auf jeden Fall Triathlon wieder richtig Bock. Die Saison war ja auch die erste Saison mit dem Zeitfahrrad. Das hat natürlich auch nochmal, das war nochmal so ein Game Changer. Da natürlich dann auch weiter vorne gelandet, aufgrund einfach der Tatsache, dass dann das Bike am Start war. Und mit dem Laufen, das ist auch eine gute Sache. Grüße gehen raus an Felix. Ich glaube, da arbeiten wir jetzt die nächste Saison auch an der Base weiter, um da einfach mal so ein bisschen auch an den Umfängen wieder was zu machen. Das ist ein solides Fundament aufzubauen und
Jo, also das war es jetzt aber wirklich. Laber-Update, wieder ziemlich lang. Für die, die es interessiert, es kommen in nächster Zeit also wieder Videos. Und ja, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Sportsfreund, YouTube läuft erstmal weiter. Und für den Daily Shit Sportsfreund auf Instagram, ihr wisst Bescheid. Heute ist Montag, der 23. Ich denke mal, die Woche ist noch chillig, Off-Season. Also, ja, mehr oder weniger gar nichts zu machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schönen Wochenstart euch und ja, peace, haut rein.